Herzlich willkommen in der Ludwigskirche in Saarbrücken. Die Kirche wurde 1762 bis 1775 durch den Baumeister Friedrich Joachim Stengel errichtet und hat ihren Namen vom Fürsten Ludwig zu Nassau-Saarbrücken, der sie vollendet hat, 1775. Die Kirche ist ein Meisterwerk des späten Barock und Stengel, der aus Mitteldeutschland kam, hat hier zu seiner höchsten Vollendung gefunden. Die Kirche und der sie umgebende Platz sind zugleich Höhepunkt und Schlusspunkt der barocken Stadterneuerung, die Stengel mit Fürst Ludwig und schon seinem Vater, Fürst Wilhelm Heinrich, durchgeführt hat. In der Kirche selbst ist es ein typisch protestantischer, eher schlichter und weißer Barock. Zugleich aber ist ein theologisches Figurenprogramm in der Kirche sichtbar, das bestimmte Dinge zum Ausdruck bringt. Wir haben zum einen die 12 Frauengestalten, Kariatiden, die die Kirchen emporen tragen und die bestimmte Dinge zum Ausdruck bringen. Auf dieser Seite, dem Altar gegenüber, befindet sich die Fürstenloge, von der aus der Fürst mit seiner Familie dem Gottesdienst beiwohnen konnte. Und diese Empore wird von 4 Frauengestalten getragen, die das fürstliche Regiment symbolisieren, nämlich die Regierungsgewalt und die Polizeigewalt, aber auch die Oberaufsicht des Fürsten über die Kirche, die zu der Zeit im Protestantismus üblich war. Wir haben dann die Nord- und die Südempore. Auch hier finden wir Kariatiden, die die Emporen tragen. Besonders schön auf der Südseite die beiden Damen, die die Auswirkungen des fürstlichen Regiments für die allgemeine Bevölkerung zum Ausdruck bringen, nämlich ein guter Fürst hat, so die Aussage, so zu regieren, dass in seinem Fürstentum Friede und Wohlstand herrschen. Und so hat die eine einen Friedenszweig in der Hand und die andere ein Füllhorn, aus dem goldene Münzen rieseln. Auf der gegenüberliegenden Seite die beiden Gestalten symbolisieren die jenseitigen Güter, die wir als Christinnen und Christen erwarten, die Messias-Hoffnung und die Hoffnung auf die Ewigkeit. Das Hauptschaustück der Kirche ist natürlich der Kanzelaltar, eine Methode des Kirchenbaus, die Stengel aus seiner mitteldeutschen Heimat mitgebracht hat. Zum einen die Idee, die Kirche in die Breite zu orientieren und nicht in die Länge, damit die Kanzel an zentraler Stelle in der Kirche stehen kann und der Prediger von allen gut verstanden und gehört werden kann. Diese beiden, oder man könnte auch sagen 3 Elemente, nämlich Altar, Kanzel und Orgel, sind dann übereinander angeordnet, sodass sie die Kirche an ihrer Hauptseite ja beherrschen und das beherrschende Element in der Kirche sind. Der Altar ist eher ein schlichter Abendmahlstisch, um den herum sich die Gemeinde versammeln kann. Zugleich hat er die Form eines Sarkophages und erinnert an die Grabstadt Jesu Christi. Die Kanzel selbst, auch sie mit sparsamem, figürlichen Schmuck ausgestattet. Wir haben ein Reliefbild, das den Auferstandenen zeigt, wie er kurz vor der Himmelfahrt seinen Jüngern den Missionsbefehl gibt und so also quasi schon symbolisiert auf diesem Bild, was von der Kanzel geschehen soll, nämlich Predigt des Evangeliums. Rechts, links, oben und unten die 4 Symbole der Evangelisten, auch das ein Bezug zur Bibel und eben zur Tatsache, dass hier Predigt des Evangeliums geschieht, dass die evangelische Kirche sich dem Evangelium verpflichtet weiß. Über dem Prediger schwebt dann die Taube als Symbol des Heiligen Geistes und ganz oben der Engel mit der Posaune des jüngsten Gerichtes. Auch auf dieser Seite finden sich 4 Frauengestalten, rechts und links von der Kanzel, die beiden, die die wahren Kennzeichen der Kirche darstellen, gemäß dem Augsburger Bekenntnis, also die Bibel auf der einen Seite, die wahre Kirche ist da, heißt es nämlich im Augsburger Bekenntnis, wo die Sakramente recht verwaltet werden und das Wort Gottes recht verkündigt wird. Also die Bibel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Abendmahlskelch. Die beiden Gestalten im Hintergrund symbolisieren da die Kirchenmusik, nämlich die eine mit einem Notenblatt die Vokalmusik und die andere mit einer Trompete die Instrumentalmusik. Krönend darüber dann die Orgel, die Kirchenmusik, das Lob Gottes, das hier erschallt, soll alles das ja zu seiner höchsten Blüte führen. Wenn wir uns jetzt diesen Kanzelaltar als Ganzen anschauen,
dann erkennen wir das theologische Programm, das Stengel hier hineingearbeitet hat. Letztendlich stellt dieses Ensemble die gesamte christliche Heilsgeschichte dar. Es beginnt an Gründonnerstag und Karfreitag mit dem Altar. Dann haben wir die Tücher vom Ostermorgen, das leere Grab, das Jesus zurücklässt. Wir haben die Himmelfahrtsszene auf dem Kanzelkorpus. Wir haben Pfingsten und oben das jüngste Gericht, sodass von Gründonnerstag bis zum jüngsten Gericht die gesamte Heilsgeschichte dargestellt wird. Der Kanzel gegenüber befindet sich der sogenannte Fürstenstuhl, eine Loge, ich habe es eben schon erwähnt. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen, dass es sich hier um einen fürstlichen Repräsentationsbau handelt. Der gesamte Platz ist in diese fürstlich repräsentative Stadtplanung einbezogen. Die Kirche ist außen von einer Reihe von Stadtpalais umgeben, in denen Hofadelige, aber auch andere öffentliche Gebäude untergebracht waren und auch heute noch untergebracht sind. Und zugleich ist die Kirche in diese Stadtplanung insofern einbezogen, dass es mehrere barocke Sichtachsen in Saarbrücken gibt. Und das Besondere ist nun, diese Sichtachsen, die man heute noch im Straßenbild erkennen kann, schneiden sich im Mittelpunkt des Platzes. Und der Mittelpunkt des Platzes wird durch die Kirche dargestellt. Und der Mittelpunkt der Kirche wird dargestellt durch das goldene Auge Gottes, das in der Kuppel der Kirche zu sehen ist. Das ist genau der Mittelpunkt der Kirche, der Mittelpunkt des Platzes und der Mittelpunkt der barocken Stadtplanung.